Hallo und herzlich willkommen hier bei Telekonga. Hallo. Endlich wieder ein Koop-Let's Play. Lang hat's gedauert. Ja, wurde mal wieder Zeit, gell? Ja, und keine Angst, die angefangenen Let's Plays werden natürlich alle noch zu Ende gemacht. Oder sollte ich sagen, tut uns leid, die angefangenen Let's Plays werden alle noch zu Ende gemacht. Dafür steht er mit seinem Namen. Ja, genau. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt an der Überschrift über dem Video, wir haben uns heute was ganz Tolles rausgesucht. Etwas mit Anspruch, Qualität, ja, und was man vielleicht relativ schnell durchspielen kann. Genau, SpongeBob Schwammkopf. Ja. Und so ein fantastisches Spiel braucht natürlich auch gebührende Ausstattung unsererseits. Absolut. Deinerseits. Ich hab nicht so was Schönes wie du. Ich bin bereit. Du bist eine faule Nuss. Ich bin ein taubes Nüsschen. So. Gucken wir mal. Planktons fiese Roborache. Das speichert automatisch, das ist schon mal gut. Mhm. Ich fühle mich, als hätte ich so eine Gehirnschnecke wie aus Futurama. Machen wir erstmal Optionen. Ich will die Optionen, müssen erstmal gucken. Steuerung ist gut. Steuerung. Okay. Da wird sich auch, weil wir machen ja diesmal ein Tutorial, würde ich sagen. Machen wir ein Tutorial? Ich weiß nicht. Ist besser. Haben wir doch nie gebraucht, sowas. Haben wir noch nie gemacht, meinst du? Kommen wir mal mit Cheats angeben? Hm. Das kriegen wir auch so hin, denke ich. Rechtliches, ja. Willst du auch noch rechtliches lesen? Nee. Okay, neues Spiel. Ja, neues bitte. Glück. Oh, so. Moment, Beitritt. Beitritt. Ich mach natürlich, ja, ich nehme den Taddle. Ja, der. Und der streicht. Deine Stimmung. Ich nehme Patrick, ganz ja, klar. Ja, der unterstreicht deine IQ. So. Ich glaube ja, dass Patrick der Schlauste von den allen ist. Mhm. Die anderen wissen Merkst schon. Du was? Das Funkgerät ist kaputt. Holen Sie sofort neue Batterien. Zack, zack. Jawohl, sofort, Sir. Ich wollte gerade. Was war das? Das, Karen, war das Geräusch meiner Träume, die wahr werden. Wirst du größer? Größer? Nein. Aber ich werde definitiv in der Welt vorankommen. Oh, da bist du. Nun, Krabs, verneigen Sie sich vor mir und meiner technologischen Überlegenheit. Ihre alberne Verteidigung ist meinem überladenen Exoskelett und meinen Roboterschergen nicht gewachsen! Die Krabbenburger-Formel gehört mir! Mir! Du brauchst schon mehr als einen Blechanzug, um mich zu überlisten, Plankton. Die Krabbenburger-Formel ist absolut. Das ist doch die Stimme vom meinem König aus Zelda, Breath of the Wild. Tatsache. Ja. Der Benjamin Blümchen verschnitt. Ja, Morgan Freeman, richtig. Komm mit meinem Safe zurück, Plankton! Mr. Krabs. Poseidon sei Dank, dass du hier bist. Plankton hat meinen Safe mit der Krabbenburger-Formel gestohlen. Zum Glück weiß er nicht, dass man einen Spezialschlüssel braucht. Ich habe drei Kopien des Schlüssels an drei Stellen versteckt. Klingt ja wie ein Videospiel. Mhm. Danke sehr! So, ich glaube, damit ist klar, was wir tun müssen. Die Formel zurückholen. Achso, ich darf einen Krabbenburger machen. Ja. 3 Stunden später. Das ist, glaube ich, unser Motto hier. Oh, wie schön das synchronisiert ist. Ja, wunderschön. Ich habe eine Idee. SpongeBob hat eine Idee. Das ist grill. Was denn, Mignon? Kann man das nicht schneller klicken? Willst du, dass ich schneller klicke? Ja, zumindest die Schrift, dass nicht so langsam läuft. Okay. Nee, geht das nicht. Geht nicht. Okay. Dann gibt's halt Backbananen mit Sauerkraut. Mhm. Ja, Arno stellt die richtigen Fragen. Der Tadel. Picknicks helfen immer, ist doch klar. Mhm. Weißt du, was ich glaube? Was? Da kommt die Stimme her. Toll. Ja.
Denk doch mal mit. Ja, aber da haben wir jetzt... dumm, oder? Ja, da haben wir Doppelton drauf. Kann man nicht ändern. Ich hoffe, er ist denn synchron. Ach, bestimmt. Wieso tut sich hier nichts? Geht doch. Kannst du beidrehen? Ja, sicher musst du erstmal aus. Warte mal. Ah, da. Ah. Da bin ich. Na, siehste. So, gucken wir mal. Also, falls ihr nicht mitgekriegt habt, der Ton, die Synchro-Stimme kommt aus dem Wii U Gamepad. Das ist nicht so praktisch. Ja. So. Was müssen wir hier jetzt machen? Einsammeln. Mhm. Kaputt hauen und einsammeln. Schön, ich habe keinen Y-Knopf. Was drückst du denn? Ich drücke den Z-Knopf. Den Z-Knopf. Mein Nunchuk. Nunchuk. Nunchuke. So, okay. Sagt denn Thaddäus irgendwas? Also ich höre nichts. Ja, ich auch nicht. Sagt dann Gamepad was? Soll ich mal reinhören? Mach mal. Nein, es sagt nichts. Nee. Wir können ja versuchen, vielleicht bei den Zwischensequenzen den Ton vom Video Gamepad. Oder gehen wir nicht so schnell, ich habe noch eins zu sammeln. Okay, ich komme zurück. Ah, zu spät. Ach, jetzt bist du schon bei mir. Ja. bei den Zwischensequenzen vielleicht den Ton vom Video-Gamepad mal ein bisschen aufzudrehen und dass man vielleicht da was hört. Ich weiß es nicht. Kriegen wir vielleicht hin. Guck mal. Damit ihr auch was von dieser tollen Story hier habt. Oh, kann man das kaputt machen? Ja? Vielleicht kann man es auch deaktivieren mit der Stimme. Na, ich wollte hier das kaputt machen. Den Boden, guck mal. Weil dann ja, nee, ich meine auf dem Gamepad die Stimme deaktivieren. Ich rede jetzt gerade nicht vom Rest im Boden. Ach so, Ja, wenn man da mal kurz reinguckt. Ja, guck mal kurz so, wir gucken mal. Wir müssen uns da mal... Option zum Sound. Sound, guck mal, da hätten wir vorher mal... Ne, stimmt, ne. Wieso kann man das nicht auswählen? Das finde ich richtig doof. Kann man nicht ändern. Ja. Da haben ein paar nicht mitgedacht. Wäre natürlich schön, wenn man einfach mit zwei Wii-Modes spielen kann. Ja. Aber gut. Verbessere deine Apparate. Schnellere Feuerrate. Okay. Das geht noch nicht. Ich habe 260. Ja, ich habe auch so. Okay. So, Moment. Okay, hier kann man auch. Bereit in? Ah, ja, so. Okay. Da kann man also auch lass die Charaktere wechseln, ne? Ja, wollen wir aber nicht. Also nee, ich nicht. Ich bin mein Tattelball. Nee, ich bleib auch. Was, wie läuft der denn hier? Wer denn? Der Turtle läuft. Oh, was? Oh. Ach, da wird's. Aha. Ah. Ja, jetzt hast du wieder. Ah. Oh. Ne, du wolltest mal nicht. So was Blödes. Ja. So, dann musst du oben warten, bis der Countdown oben abgelaufen ist. Ja, ja. Genau. Gut, ich springe mal. Okay. Spring. Da geht's nicht hoch. Geht's nicht hoch, okay. Gut, daneben. So, was kann ich hier noch machen? Hochspringen. Kann ich dich irgendwie rumschnicken oder so? Ich hoffe nicht. Was? Da stand da irgendwas. Konzentriere dich. Mhm. Hä? Was? Ah, guck mal. Ah. Was man alles lernt. Ja, guck mal da. Wir können ballern. Ah. Cool. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Lucky, Lucky. Man kann auch auf die schießen, das ist ja. Warte mal, rennen wir nicht so hier. So ich renn doch gar nicht. Ja doch, wir müssen auch das Zeug damit einsammeln hier. Ja. Oh, das rumpelt aber hier. Ja? Bei mir zumindest, ja. Nö, nee, hier ist alles ruhig. So, und dann geht's weiter. Okay. Jetzt haben wir's raus. Der Ablauf ist klar. Aua. So, ein beherzter Sprung von oben. Fast schon stärker als die Knarre. Ja. Voll Distanzwaffe, ne? Jetzt kriegt man beigebracht, wie man. Ja, jetzt wo es vorbei ist. Jetzt wo es schon rum ist hier.
das Spiel schon durch, weißt du? Schon fertig. So. Den Bodenschmetterer. Yeah, was ist denn das alles? Energy wahrscheinlich. Das sah aus wie Frühstückscerealien. Das ist der von hier, Weichkalle. Ja, genau. Ich möchte seinen Namen nicht erwähnen. Rumsti Wumsti. Genau so heißt er. Der Seitenbacher, jetzt hab ich's. Ich hab's gesagt, ja, guck mich nicht so an. Ei, Weichkalle. Weichkalle. Das schöne Alkohol, das neue. Ja. Lass mich raten. Fortschritt hast du's. Kling! So. Wenn doch nicht so. Boah! Ein Triple. Also was ich mag, ist auf jeden Fall schon mal die Gegnervielfalt. Ich mag, dass sie vielleicht fertig zu machen sind. Das kann ich mir vorstellen. So, jetzt müssen wir glaube ich ballern, ne? Kann man die Waffe aufladen? Nee, nur auf Dauerfeuerstelle. Dauerfeuer, ja. Schön gemacht, schön. Ist unten noch was? Guck mal, Patrick hat den Mund auf beim Rennen. Schön. Sieht aus, als er nachdenkt. Wow. Ich bin der Seilbahn. Ja, jetzt wird's mir aber mal auf hier. Du hast den doch, also darf ich das sagen? Ja. Ich glaube, du spielst gleich schon eine Weile. Ja, da wird's wenigstens was, ja. Ab in den Strudel. Komm. Hast du einen Apfel dabei? Oh. Hm. Oh. Ah, eine Qualle ist... Oh. Lass mich raten, nicht gegen die Teile, sondern nur gegen die anderen Teile. Wow. Deine These hat sich bestätigt. Wer ist jetzt der Schlaue von uns beiden? Alles mit was Kind, ey. Ja, und mich schubst auch noch rein, ja. Meine Güte. Also sowas. Grün bedeutet Leben. Grün bedeutet Leben. So, da hat sich doch die Energieleiste schön halbiert. Apparatläden. Oh. Oh. Achtung. So viel Schaden anrichten kann. Eigentlich gar nicht, wenn man bedenkt, was für einen überlegenen Intellekt ich habe. Wisst ihr, ich verdanke das alles diesen Energy-Batterien. Sie sind eine Quelle unbegrenzter Energie. Mit den Dingern konnte Karen mir diesen irren Roboter-Kampfanzug und eine riesige Roboter-Armee bauen. Naja, die Plankton-Familie hat ein bisschen geholfen. Ich versichere euch, dass ich diese verflixten Schlüssel finden werde. Aber eine Sache muss ich noch erledigen, bevor ich die Weltherrschaft in Angriff nehme. Was denn, Plankton? Euch alle vernichten, genau das. Auf sie, Jungs! Ich glaube, du kannst wieder leiser stellen. Mach ich. Oh. Weg da, würde ich sagen. So, jetzt. Wo ist das schon so eine Art Boss hier? Hm? Ja. Ah, jetzt wird geballert. Aufs Auge, wie immer. Aufs Auge, ja. Aber, oder kommen wir auch auf die Dinger? Nee, er zielt automatisch aufs Auge, da muss man gar nicht viel rumprobieren. Ja, ihr seht, die Leiste leistet sich, es geht ab. Hilfe, man rette mich. Ich rette dich, wenn ich wüsste wie. Man hat mich, getroffen. Was nun? Da bin ich wieder. Letzte. Bin bereit. Ach, der schießt doch auch ständig. So, jetzt ist er frustriert. Kommt wieder was zum Auffüllen. Wunderbar. Oh. Unverschämt. Warum schießt er nur auf mich? Du bist das leichtere Ziel. Ich bin... Der sucht halt Gegner und keine Opfer. Ah, da war eine Batterie. Ah. Bulldose. Ja.
Mensch. Springen, oder? Der ist ja gemein. Das ist ja so. Ah. Der hält ja einiges aus, oder? Das sag ich dir. Von wegen Kinderspiel hier da. Herausfordern, ist der hier. Oh, oh, da geht er down. 5, 4, ah, da ist ein Countdown. So, oh, genau, da musst du dich einfach nur da hinstellen. Ich muss mich da hinstellen. Bis die grüne Leiste voll ist. Ja, und da bin ich tot. So. Jetzt schießt er nur auf mich. Richtig so. So, na, das sieht doch gut aus. Ja, so, jetzt machen wir schon mal. Jetzt gehen wir in der Feier ab. Ja. Gehen wir noch nicht. Die Leiste da unten kann doch nur ein Spaß sein, oder? Erst zur Hälfte leer. Ja. Das ist mal was für Profis hier. Ja. Achtung! Schneller, ja. Schneller alles einsammeln. Wie gut, dass ich dich gewarnt habe. Oh, wenn ich dich nicht hätte. Planlos erwischt. Da hätte ich drei andere, die es besser können. So. Bist du auch von unten? Ja, klar. Ja, du natürlich, gell? Ah! Wieder zielsuchend, ja. Oh, oh. Oh, ich glaube, jetzt kommt der letzte Abschnitt, hä? Oh, das ist aber nochmal, ja. Jetzt macht er hier mal ganz neue, ganz neue Methoden, du. So. Oh, ich habe irgendwas aktiviert. Ja, du bist irgendwie, weiß nicht, powermäßig unterwegs. Ja, ich bin powermäßig unterwegs. Ich bin jetzt ein Power Ranger. Bist du auf Speed? Ja. Auf Fischstäbchen? Achtung! Na gut, dass du es sagst. Ich hab den roten Kreis gar nicht gesehen. Nee, ne? Ach. Sag mal. Naja, auch mal nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wenn das der erste Boss ist, der schon so viel aushält. Dann will ich den zweiten nicht sehen. Nee, doch. Und der dritte auch nicht. Wie? Es gibt drei Bosse. Ha! Denk mal an den letzten. Klar, haben wir jetzt könnte mir denken, dass ja, dass der letzte vielleicht Plankton ist. Glaube ich nicht. Also das wäre zu vorhersehbar, wie ich sage. Ja. Oh ja, bin ich wieder. Nicht so schnell, junger Porenträger. Ihr habt vielleicht diesen Kampf gewonnen, aber der Sieg wird mir gehören. Meine Roboterarmee wird schon bald die Schlüssel gefunden haben. Und dann gehört die berühmte Krabbenberger Formel mir. Schön machst du das. Ja. Was machen wir jetzt? Ja, bevor wir beenden diese Scharade und gehen heim, vielleicht eine Tasse Tee vor dem Schlafen. Ja, das war eine andere Tattelstimme. Ja. Ja, Tattelstimme. Oh, Junge. Ja, der Original-Synchronsprecher von Tuttle ist ja verstorben schon, leider. Darum. Ach, siehst mal, warte mal, man kann da was freischalten, schnell Feuerreiter, ja. Was gibt's noch? Eine Würzwumme. Mhm. Ich nehme den explosiven Kuchenwerfer. Okay, dann nehme ich Und upgrade ihn auf 150%. Boah. Ich nehme die Würzwumme. So, ich glaube. Wie? Warte mal, Moment, ne? Freischalten, so. Haha, verbessern. So, jetzt aber. Hast auch du die Steuerung verinnerlicht? Ach, gerade habe ich Meerschweinchen gelesen. Holländerhöhle, jetzt lass mich raten, wer der Gegner sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Ein Däne. Der dänische Koch aus dem Muppet. Ist der grün? Grün? Warum bin ich gerade auf dir gesprungen? Egal. Wo bist du hingesprungen? Na, die auf den Kopf? Hast du ja nicht gemerkt, gell? Nee, überhaupt nicht. Oh. Das ist aber bei Patrick nicht so schlimm. Ja, der merkt eh nicht mehr. So, wo ist denn meine Superknarre jetzt? Wie kann ich die wechseln, vor allerdings? Weiß nicht, warte mal. Ein Steuerkreuz vielleicht? Steuerkreuz? Nee. Ich guck mal. Ah! Ich würde gerne meinen Kuchenwerfer nehmen. Ah, jetzt habe ich eine andere. Wie? Ich habe die andere weggetan und dann. Ja. Dann hatte ich ein Würzfeuer.
Toll. Boah, guck mal, wie der abgeht. Müsste aber jetzt langsam reichen, oder? So, jetzt. Na wie bitte! Wie wechseln wir denn die Waffe? Also ich habe einen digitalen Steuerkreuz weggepackt und dann einfach wieder schießen gedrückt. Dann war sie plötzlich da. Okay. Glaube ich. Nee, macht er bei mir jetzt irgendwie nicht. Das gibt's doch gar nicht. Versuch mal mit Steuerkreuz links, rechts, mit dem digitalen so. Hab ich. Macht er alles nicht. Ja, es ist halt Patrick, ne? Der schnallt halt. Die Waffe überhaupt ausgewählt? Hab ich die vielleicht nicht ausgewählt? Kann das sein? Muss man die festlegen? Ja, eigentlich, wenn du freischaltest, oder? Sind's... Naja, vielleicht kriegen wir irgendwo gleich noch. Erstmal den hier, vielleicht erstmal, oder? Jetzt! Jawoll! Oh. Da kann was, der Junge. Woo! Achtung! Ah, okay. Kuchenwerfer. Ja, so. Wie hast du es geschafft? Ja, mit der rechten Schultertaste. Ah, meine Rede. Aber jetzt bist du wieder... Deine Rede ohne Sinn. Jetzt bist du wieder auf Speed, ja? Was? Nee. Du warst doch eben wieder schnell. Doch? Ach doch, war schon wieder. Renn wir nicht jetzt noch zu Zeug, was mal das einsammeln müssen. Stopp, du rennst doch mal vor und lässt die Hälfte zurück. Meine Güte, das du machst brauchst alles falsch, was wir falsch machen kann hier. Brauchen wir noch alles hier. Für was dann? Ne, zum Freischalten. Ach jo. Ha! Jetzt! Jetzt! Radabum! Radabang! Aua! Ich glaube, der Kuchenwerfer, der macht richtig Krach hier. Das ist mein Dings. Was? Was ist da so? Radert hier. Mein Rumble. Dein Rumble? Mein Rumble? Oh, darf ich das aufmachen? Ja. Nein. War ja klar! Darfst du nicht. War ja klar, der verfressene Patrick! 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 So. Wir kommen ja richtig gut voran, hey. Ja, weil wir Könner sind. Absolut. Weil das Spiel so anspruchsvoll ist. Ja, ist das Schwerste, was wir in letzter Zeit gespielt haben. Tatsächlich gespielt haben. Ja, wollen wir hier nicht? Was? Willst du gucken? Na hier? Ja, wie du willst. Ah ja. Du bist ein freier Mann. Ach, seit wann? Hier, guck mal. Oh. Würzwurme. So, ah, hab ich nicht genug. Hm. Du auch nicht? Reicht für gar nichts, so. Die können wir. Schnellere Feuerraum. Ja, will ich nicht. Ich will meinen Würzwurm behalten. Ach, komm. Ja, da fehlt dir nachher das Geld, ne? Ich mach das schon. Ja, falsch. Falsch machst. Nee, ich mach das schon. Lass mal machen. Guck doch dein Dings an hier, wie er da steht. Ja, schön steht er da. Das sagt doch schon alles. Ich hab die cooleren Hosen an als du. Ich hab keine an. Und im Spiel auch. Ja. Fun Fact. Ah, hier ist der Typ noch. Jetzt. Das ist doch kein Typ. Doch, ein Drehtyp. Hm. So. Oh, ein Rätsel. Was, wo ist ein Rätsel? Na, wir müssen warten, bis es aufhört. Echt? Ja, ja. Na gut, wenn das für dich schon ein Rätsel ist. Eins, das ich gelöst habe, mit Bravour. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Ein Rätsel. Keine Brezel. Hast du eine? Ich will tatsächlich eine essen. Ja, ich habe auch noch Brezeln. Echt? Ja. Krass. Also welche für den Ofen. Aber ohne Fisch. So, siehst du, eine Kuchen drauf geschleudert und schon ist die Sache gegessen. Nachdem ich die ganze Zeit gewürzt habe. Jetzt haben wir gar nicht nach unten geschaut, ob da noch was ist. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal hin, ja? Lass uns gucken. Gehen wir gemeinsam gucken. Ja. Wie zwei große. Nee, juhu, es war wieder nichts. So, hier müssen wir eine Bombe legen. Arschbombe? So? Genau, so. Alter, ich meine eine Kopfbombe. Ja. Und du? Naja. Wow. Kugelt der wirklich? Kugelt der wirklich weiter? Was machen wir? Nee. Nee, okay. Der ist nur zu dumm. Lass doch mal deine Beleidigung. Patrick ist cool. In welcher Welt ist Patrick? Oh, müssen wir wieder? Ja, ich weiß nicht. Nein, es geht einfach weiter. Aber lass mal, hört mal da vielleicht was, mach mal laut. Hier? Was? Ja, ja.
Nee, gell? Sagen auch nicht. Nö. Gut, nö, dann kannst du wieder leise machen. Nee, sagen weniger als wir. Noch weniger! Ja, ja, lass mich nur die gefährliche Arbeit machen. Was denn? War irgendwas? Ich hab gar nichts gesehen. Typisch. Da ist wieder so ein Kreiselmann. Ja, gehen. Ich mach schon, lass. Ja, ja, nee, ja, ja, ja. Hat einfach keine Lust. Du kannst einem Seestern nicht die Arbeit eines Tattel machen lassen. Ich sehe keinen Seestern. Eben ein Dummstern. Oh, jetzt. Oh, wow, wow. Die Musik verheißt nichts Gutes. Nein. Ah, der schießt aus dem Spiel, das ist ja doof. Jetzt aber. So, Achtung. Jetzt wirst du schön gewürzt, mein ja, Freund, ja. So. Ist das ein Gewürzkuchen? Wenn wir zusammen schießen? Ich mit meiner Würzwumme und du mit deinem Kuchenwerfer. Sehr lecker. Eine Linse ist das dann. Oh, schön. Ein was? Eine Linsertorte. Linse? Linse, ja. Kennst du nicht? Aus Linz, ja. Der geneigte Kuchenfreund kennt das. Ich hätte einfach Lebkuchen gesagt. Du bist halt ein einfacher Mensch. Ja, ich bin nicht so schickimicki wie du hier. Du bist nur Miggi. Ja. Ich bin nur Goofy. So. Schickimicki. Oi, die Schickimicki. Kannst doch hier nicht Pokémon mit Disney kreuzen, ja. Du Quatsch, wird doch dünnes hier, das ist. Das machen wir seit wie lang? 20 Minuten schon? So, die Kreiselkopter habe ich hier besiegt. Ich würd's den ja mal. Gab es schon optische Abwechslung oder sieht hier alles gleich aus? Zwischendurch ist mir schwarz vor Augen geworden. So viel Zählt Spaß das? Macht ihr das? So. Ah, da geht's lang. Ich würde einfach da oben drüber springen. Ja, schneller, gell? Ich will's auch. Nee. Wir gucken erstmal hier runter. Ja, weil, wir gehen erst runter. Weil wir cool sind, wir locken die hierher. So. Ach, das ist doch alles hier. Ist doch alles Mist. Du kannst mit irgendeinem Button, bei mir ist es X, deine Fähigkeiten herbeirufen, weißt du? Dein Balken da oben ist voll. Vielleicht mit dem C-Knopf? Ja. Ne, da wähle ich die Waffen aus, guck mal. Mit C wähle ich die Waffen aus. Das ist jetzt mal die andere Waffe hier. Warte mal, ich mach mal einen Minusknopf. Ah! Ah, der Minusknopf. Boah, ist die Musik schön. Oh ja. Ich schmollen so einen Weg zur Arbeit. Boah, guck mal, wie die jetzt ballert hier. Also richtiges Maschinengewehr schon. Wie gut, dass ich die upgraded habe. Jetzt bist du neidisch, gell? Hallo, ich habe eine upgegradete Würzwumme, ja, mein Freund. Ja, ja. Die Würze. Da schlockerst du nur mit deinen Sternchenärmchen. Mhm. Sternchen. Weiter geht's. Woo. Nächster Abschnitt. Boah. Das fetzt ja. Wahnsinn. Ja. Wollen dann hier erstmal für heute? Lassen wir es mal für heute. Lassen wir es erstmal. Zum Reinkommen, ne? Genau, das war's für heute. Juhu. Macht Spaß? Macht Spaß bisher, ist ganz lustig. Schön, die Musik ist noch das Beste, muss ich sagen. Nein, Tattel ist der Beste. Ja. Also, wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.